Eine Sache vielleicht noch zu den irrationalen Zahlen. Die Art und Weise, wie wir uns heute die irrationalen Zahlen vorstellen, die ist noch gar nicht so alt. Also die ist schon ungefähr, die ist schon über 100 Jahre alt, aber im Vergleich zur Geschichte der Mathematik ist sie noch gar nicht so alt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es steckt in den irrationalen Zahlen immer drin die Unendlichkeit, diese Vorstellung, dass es immer unendlich weitergeht. Und darum kann man durchaus zu Recht argumentieren, dass die irrationalen Zahlen im gewissen Sinne nicht so wirklich sind wie zum Beispiel die rationalen Zahlen oder die natürlichen Zahlen. Die natürlichen Zahlen können wir uns im gewissen Sinne als konkrete Objekte vorstellen. Die rationalen Zahlen kann man sich immer noch als Seitenverhältnisse von konkreten natürlichen Zahlen vorstellen. Aber die irrationalen Zahlen sind auf einmal ganz andere Objekte, die man gar nicht hinschreiben kann, weil sie unendlich viele verschiedene Nachkommastellen haben und so weiter. Und darum sind die im gewissen Sinne auch, was die Grundlagen der Mathematik angeht, umstritten. Also die sind jetzt nicht in dem Sinne umstritten, dass jedes Mal, wenn ein Mathematiker mit Pi rechnet, dass er dann irgendwie Angst bekommt, Pi könnte gar nicht existieren oder so. Sondern wenn man Grundlagenforschung betreibt, ist halt die Frage, kann man diese Objekte sozusagen als gleichberechtigte Objekte akzeptieren wie die rationalen Zahlen oder muss man die ganz anders sehen? Und das Problem ist eigentlich, dass wir hatten ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass die mathematischen Sachen, mit denen man es zu tun hat, immer, also dass die ganze Mathematik eigentlich eher so eine statische Vorstellung ist. Die Objekte, mit denen man es zu tun hat, sind immer gleich und die ändern sich nicht. Die werden nicht irgendwann erwachsen, wie ich vorhin sagte, sondern die 2 ist immer da und wird immer da sein und wird auch ihre Eigenschaften nicht ändern. Was bedeutet das, wenn es die Zahl Pi gibt, sie auch immer da sein wird und auch ihre Eigenschaften nicht ändern wird? Also zum Beispiel Ihre Frage, wie viele Nachkommastellen Pi hat. Die Vorstellung, die ein Mathematiker haben wird, ist die, wir wissen vielleicht jetzt erst die ersten 500 Millionen Nachkommastellen nur, aber wenn man jetzt nach weiter rechnen würde, dann kommt nur was raus, was vorher immer schon da war. Also die Zahl Pi gibt es schon und dass wir jetzt zum Beispiel die 1 Milliardste Nachkommastelle noch nicht wissen, liegt nur daran, dass wir sie noch nicht ausgerechnet haben, aber die ist schon da. Ja? Und dass diese Vorstellung gar nicht so simpel ist, darum kleiner philosophischer Exkurs, will ich Ihnen mit so ein paar kleinen Beispielen mal klar machen. Wenn wir uns vorstellen, irrationale Zahlen sind welche, bei denen man irgendeine beliebige Folge von Nachkommastellen hinschreiben kann, dann kann man sich ganz seltsame Zahlen vorstellen, nämlich sogenannte normale Zahlen. Wenn ich Ihnen jetzt gleich sage, was mit einer normalen Zahl gemeint ist, dann werden Sie sagen, die sind ja überhaupt nicht normal. Aber es hat schon einen bestimmten Grund zu sagen, dass diese Zahlen normal sind. Mit normalen Zahlen meint man, dass irrationale Zahlen sind, bei denen jeder mögliche vorstellbare Ziffernblock als Nachkommastelle mit gleich großer Wahrscheinlichkeit vorkommt. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie schreiben diese Zahl hin und dann haben Sie ganz viele Nachkommastellen und Sie fassen die, sagen wir mal, in Dreierblöcken zusammen. Dann gibt es ja eine bestimmte Anzahl von Dreierblöcken, die überhaupt nur vorkommen können. Ein Dreierblock, der vorkommen kann, ist 1, 2, 3 oder es kann vorkommen 5, 0, 5 und so weiter. Es gibt insgesamt 1000 verschiedene Dreierblöcke, die vorkommen können. Eine Zahl ist dann normal, wenn jeder von diesen 1000 Dreierblöcken mit der gleichen Wahrscheinlichkeit vorkommt. Das heißt, wenn Sie irgendwo in diese Zahl reingreifen, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, einen bestimmten Dreierblock zu treffen, immer gleich, egal welchen Sie da antreffen. Und das Gleiche gilt nicht nur für Dreierblöcke, sondern auch für Zweierblöcke, für Siebenerblöcke, für was auch immer. Wenn Sie sich eine rationale Zahl nehmen, dann ist eine rationale Zahl mit Sicherheit nicht normal. Eine rationale Zahl ist zum Beispiel sowas wie 0,5 und danach kommen nur noch Nullen. Wenn Sie da zufällig irgendeinen Zweierblock rausgreifen, dann ist der bis auf die erste Stelle nach dem Komma immer 0,0. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie zum Beispiel 1,1 kriegen, ist 0. Darum ist nicht für jeden Zweierblock die Wahrscheinlichkeit gleich groß. Das heißt, 0,5 ist keine normale Zahl. Und das Gleiche gilt für ein Drittel. Da kommen ja nur Dreien vor am Ende. Und überhaupt ist jede rationale Zahl nicht normal. Aber ich schreibe Ihnen mal eine Zahl hin, die normal ist.
kann man sich relativ einfach überlegen, wenn Sie diese Zahl hier hinschreiben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann machen Sie weiter und schreiben 10, 11, 12, 13 und so weiter. Stellen Sie sich vor, Sie machen so immer weiter. Dann ist es nicht sofort klar, aber relativ leicht sich zu überlegen, dass diese Zahl, wo man einfach die Dezimaldarstellung der natürlichen Zahlen hinschreibt, normal ist. Also es ist offensichtlich möglich, normale Zahlen hinzuschreiben, wobei diese jetzt natürlich irgendwie gekünstelt ist. Die habe ich jetzt extra so konstruiert. Aber jetzt könnte man sich zum Beispiel die folgende Frage stellen. Ist Pi normal? Und die Antwort ist, man weiß es nicht. Ist bis heute nicht klar, ob Pi normal ist oder nicht. Und was hätte das denn für Konsequenzen, wenn eine Zahl normal wäre? Wenn eine Zahl normal ist, dann heißt das, dass jede, denken Sie nochmal dran, jeder Block, den man sich vorstellen kann, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit irgendwann in diesen Nachkommastellen vorkommt. Zum Beispiel könnten Sie die gesammelten Werke von Shakespeare ASCII kodieren, das als Zahlenblock hinschreiben, das ist dann irgendein Zahlenblock der Länge, weiß ich nicht, wie viel Buchstaben da vorkommen, einige hunderttausend Buchstaben. Wenn es eine normale Zahl ist, muss dieser Zahlenblock irgendwann auftauchen. Das heißt, in jeder normalen Zahl kommen irgendwann die gesamten Werke von Shakespeare vor oder ihr Vorname oder sowas in der Art. Und wenn Pi normal ist, ist das da so. Und das ist dann so ein Grund, warum gerade so Anfang des 20. Jahrhunderts viele mathematische Grundlagenforscher gesagt haben, diese Zahlen sind eigentlich zu strange, das kann eigentlich nicht sein. Also wir können uns doch nicht Zahlen vorstellen, die quasi schon fertig sind und wo alles, was Menschen jemals geschrieben haben, irgendwo in den Nachkommastellen auftaucht, wenn wir nur lang genug rechnen. Kommt einem schon ziemlich unrealistisch vor. Ne? Und man kann das noch weiter treiben. Ich will aber jetzt, weil gleich Pause ist, an der Stelle mal abbrechen. Es gibt so ein Gedankenexperiment von einem holländischen Philosophen Brouwer, der sich vehement gegen diese Vorstellung gewehrt hat, dass diese Zahl Pi sozusagen fertig da liegt und da beliebig viele Stellen nach dem Komma nur darauf warten, ausgerechnet zu werden. Wenn Sie das interessiert, gucken Sie nochmal in den Vorlesungen vom letzten Semester nach, da habe ich das noch ein bisschen weiter ausgeführt. Aber ich glaube, an dieser Stelle mit dieser Vorstellung, dass es normale Zahlen gibt und tatsächlich kann man mathematisch begründen, dass im gewissen Sinne die meisten Zahlen normal sind, merkt man, wie seltsam das alles ist. Also das sind eigentlich die Zahlen, mit denen wir den ganzen Tag rechnen. Andererseits haben die ganz, ganz komische Eigenschaften, die irgendwie unglaubwürdig sind.